Ja, moin moin, mein Name ist Heinrich Löwe und ach, das habt ihr verpasst. Ja, ihr werdet jetzt bestimmt jetzt denken, hä, wo ist denn der Heinrich hier? Ja, das letzte Video ist nicht so ganz durchgelaufen, weil ganz einfach die Platte voll war. So ein Dreck. Hier hatten wir Geister gesehen. Als ich hier das durchsucht habe, kamen irgendwie Geister und es war ganz cool eigentlich. Mit dem hängenden Mann. Es tut mir wirklich leid, dass das, die Aufnahme war leider nicht mehr zu retten. Es ärgert mich richtig. Das war richtig cool. Richtig gruselig. Für einen Augenblick. Fuck you, ey. Fuck you, Festplatte. Ansonsten hat man nur Banditen erledigt. Und sonst habt ihr nichts Besonderes verpasst. Das war ein toller Moment. Den habe ich dann halt für mich alleine. Und wir waren jetzt auf dem Weg. Machen wir Maske wieder ab. Kostet nur Sauerstoff. Auf dem Weg zu den Scharfschützen. Jetzt ist dieses Riesenvieh wieder. Das verfolgt mich irgendwie. Wir müssen irgendwie darüber. Oh, falls irgendwelche Krabben kommen. Kommen wir um das Haus rum? So aus, ne? Das Riesenvieh. Es ist noch dunkel, wir sind verwundet. Aber ich versuche die Medipacks ein bisschen aufzuheben. Das mit der Aufnahme, das stört mich echt, ey. Ah ja. Ich habe Ewigkeit mal nicht die Platte bereinigt. Tja. Irgendwann, wenn ich mal mit YouTube Geld verdienen, kann ich auch mal vielleicht noch eine neue Platte kaufen. Aber naja, das glaube ich eher weniger. So. Wir schuppern hier mal rum. Guck mal, da vielleicht schon ran. Ja. Gehen wir hier an Land. Ich hoffe, hier ist es nicht radioaktiv verseucht und ich hoffe, hier gibt es keine Krabbelfiecher oder sonst irgendwas. Dann Maske auf. Wird ja immer schlimmer. Schnell weg. Ach du Scheiße, was ist das? Okay. Es gibt wohl Bereiche, da dürfen wir wohl nicht so lang gehen, ne? Ich habe das da schon mal gehabt, dass ich irgendwo lang gehen will und Messer. Habe ich euch schon mal gesagt, ich liebe die Messer? Nö, hast du noch ein bisschen Wind? Okay, wo eine Pfeife ist, da gibt es auch ein Ziel zum Töten. Ah, Taschenlampenpower. Gibt es hier vielleicht noch was? Irgendwie nicht. Okay. War das hier auch die Ecke mit dem Teddybären? Ach, wir sind gar nicht bei den Scharfschützen. Das Fragezeichen über uns wäre das mit den Scharfschützen gewesen. Oh, na, ist egal. Hier gibt es Ziele, die werden wir eliminieren. Und wie läuft? Hast du das Tor geölt? Nein, wofür auch? Willst du mich verscheißern? Wir wollen nachts den Konvoi auflauern, aber dieses Tor quietscht so laut, dass es bis zur Brücke zu hören ist. Wie komme ich hier weiter? Ah, ich verstehe. Ja, da kann ich nichts machen. Die Jungs haben das Öl mitgenommen. Scheiße. Na dann such es. Hey, wer bleibt hier? Du? In Ordnung, bleib hier. Ich hole es selbst. Das heißt, wir brauchen da oben wahrscheinlich selber Öl. Bei dem Banditenversteck, wo ich war, da gab es so einen Geheimgang quasi oder so eine Geheimtür.
Und dafür brauchtest du Öl, um die zu öffnen. Ich kann. Die Gegend ist zu nichts zu gewöhnen. Er wollte Öl für das Tor. Und. Tja, quetsch uns mal da durch. Was zum Teufel? Im Schuppen ist ein ganzer Kanis. Los, hol ihn. Ja. Hey, er bleibt hier. Ey, reicht dir das? Ja, sollte reichen. Und tschüss. Ah, da ist einer. Dunkelheit ist unser Freund. Aber nicht den ihrer. Hoffentlich. Mal in den Waggon rein. Das ist zwecklos, zwecklos, sage ich. Holen wir uns den noch von hinten? Müsste noch leise gewesen sein. Hat ja keiner geschossen. Ich bin das so leid. Jetzt gehen wir in den Waggon. Zwei sind ja losgegangen und haben irgendwas geholt. Die kommen irgendwann wieder, dann schlagen die Alarm. Ich halte es nicht aus, hier noch länger rumzusitzen. Wer macht das aus? Ich glaube, sobald Alarm ist. Dir gefällt's mir nicht. Kein bisschen. Ich dachte, hier wär jemand drin. Wer war denn müde und hat diese Geräusche gemacht, verdammt. Kommt man hier vielleicht hören? Ich habe das verpeilt, dass hier oben die Geräusche sind. Ja. Wo ist mein zweites Messer? Scheiß Dreck. Mein Messer verloren, ey, wieder durch die Wand geworfen oder so. Ich halte es nicht aus, hier noch länger rumzusitzen. Das ist. So. Da sind außerhalb auch noch Waggons. Guck mal das Licht aus. Nee, labern zu viel, ne? Man hört sie echt immer labern. Und dann kann man sie... Ah, hier ist auch ein Kanister. Falls wir den brauchen für irgendeine Falle oder so. Ich mach mal Licht aus. Ja, wir werden alle sterben. Hier ist auch ein Kanisterchen. Alter! Ein Schuss! Ein Schuss!
Der hat mich mit einem Schuss gekillt. Scheiße, ich hätte mich mal heilen sollen. Fuck. Wirf Messer, ja. Nicht mal machen sollen, scheiße. Das war bestimmt der Boss oder so. So, bitte nicht alles von vorne, ey. Sind noch hier oben, okay, das ist gut. Spritze rein. Habe ich den durchsucht? Nein. Licht aus. Den haben wir schon abgemurkst. Und den Boss holen wir uns dann von hinten oder so. Oder ich öffne das Feuer, aber ich weiß noch nicht, wie viele Feinde hier sind. Ja klar, die Jungs haben ihren Spaß und ich muss hier abhängen. Verdammte Scheiße. Mach mal so. Oh. Wie haben wir das hingekriegt? Geil. Ja. Gut, ich bin wieder runtergekommen, aber ich komme nicht an seine Waffe. Die hat da noch eine Hand, komischerweise. Ich glaube, das war jetzt nicht so gewollt. Ich habe ihn beim Killen irgendwie runtergeschubst. Hier oben dürfte denn keiner sein, oder? Sind wir mal vorsichtig. Oh, da sind noch eins, zwei, der vielleicht sogar drei. Drei Leute. Ist das hier überhaupt auf meinem Plan? Ich kill hier einfach alles. Oh. Nimm das, du Miststück! Scheiße. Wer wissen die das jetzt? Ich hätte den Hebel nicht betätigen sollen, ne? Hey du, nicht schießen! Ich ergebe mich! Wer ergibt sich? Ich mache keine Gefangenen. Aber ich nehme eure Pilze. Ich brauche unbedingt einen Schrot, ey. Das ist ein cooles Waschbecken. Da oben packst du Wasser rein. Geil. Oh, der hat sich doch ergeben wollen. Scheiße. Warum rennst du auch zu mir hoch, um dich zu ergeben, Alter? Komm ich hier aufs Dach weiter? Schade, wäre toll gewesen. Nein, 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 nein. Aber ich glaube, oben waren wir fertig, ne? Weiter oben geht's ja gar nicht mehr. Guck trotzdem nochmal, kann ich die Taschenlampe nochmal auf? Okay, danke. Waren nur drei. Wir haben irgendein Tor geöffnet. Vielleicht müssten wir sogar hierher kommen, um die Dresine zu holen. Gut. Ist irgendwie doch besser gelaufen, als ich dachte hier, mit den Banditen. Weil das mit dem Ergeben hätte man irgendwie... Naja, dass er eins zu einem kommt, ist vielleicht noch nett, aber naja. So. Ich schaue mich trotzdem nochmal um. Seht ihr, was hier noch alles rumliegt? Unfassbar. Es lohnt sich echt in diesem Spiel, alles nochmal abzugehen, zu überprüfen.
Draußen die Waggons müssen wir uns auch noch anschauen. Ja, die hatten wir schon gekillt. So. Hier, das habe ich jetzt aufgemacht. Warum? Und ist das eine Falle gewesen? Eine Dose haben wir gewonnen. Hast du noch einen Waggon? Aber ich glaube, wenn die sich ergeben. Ah, von da sind wir gekommen. Wenn die sich ergeben, dann haben wir so das Gebiet gesichert, bin ich der Meinung, oder? Was ist denn gerade? Guck nochmal, ob es hier vielleicht Gefangene gibt oder so. Irgendwelche Sachen zum Reparieren. Diesen ganzen diese Wissenschaftsfläschchen, da kann man immer gut gebrauchen. Müssen die Waffen wieder reinigen. Das mit diesen Waffen reinigen geht mir so ein bisschen auf den Sack. Ehrlich gesagt. Und diese Wasserviecher. Sonst bin ich ja mit dem Spiel absolut zufrieden. Auch wenn es gerade mal ein bisschen buggy war mit dem einen Typen, aber hey. Open-World-Spiele kränkeln immer so ein bisschen mit irgendwas. Das wird nach und nach, denke ich, mal besser werden. Aber ich kann mich nicht beklagen. Oh, Pflanzen. Das wäre jetzt die andere Möglichkeit gewesen, hierher zu kommen. Kann man da hin? Ich will nur kurz gucken. Ich will wirklich alles mitnehmen. An Waffenteilen. Eine Schrot mit einem Trommelmagazin wäre echt geil. Ah, hier waren wir schon. Da haben wir den gekillt. Okay, dann gehe ich wieder runter. Dann gucken wir die anderen Waggons, wo wir die Leute erschossen haben. Ich trinke nochmal einen Schluck Kaffee. Das ist schon krass, wie viel Überlebende es gab hier. Nach dem Atomangriff. Da oben müssten die Leichen. Ich habe wieder irgendwas zertreten. Achso, wenn man die Viecher zertritt. Von denen kannst du eigentlich auch schon essen. Also da ist auf jeden Fall was dran. Und ich finde langsam wirklich, ich finde den Hardcore-Modus eigentlich genau richtig für mich. Also ich bin jetzt nicht der beste Ego-Shooter-Spieler. Bei Battlefield kriege ich echt auf die Nase. Aber man muss hier echt überlegen, wie man am besten den Feind von hinten oder so eliminiert. Das finde ich eigentlich cool. Ich versuche immer zu schleichen, das klappt bei mir nicht. Warte mal, das ist ein wichtiges Teil. Das war ein wichtiges Teil. Endlich ein Scope. Da hinten geht's weiter, ne? Ah, da gehen wir zur Richtung Teddybär. Können wir hier draufspringen? Oh nein! Fuck. Das war's mit dem Gehüpfe. Ist das jetzt ein Vorposten oder ist das jetzt das Gebiet der... Und hoffentlich geht bald die Sonne auf. Weil das Mädel hat gesagt, das Kleine, dass das Kaninchen schlachten soll. Dass da, wo der Teddybär ist, Elektrogedöns ist. Und diese Elektroanomalien. Oh, sieht doch cool aus. Ja, wie auf der anderen Seite. Wir haben jetzt. Ja, und haben ihn getötet. Habt ihr gerade das kleine Vieh gesehen? Also, wenn wir jetzt hier treten, dann. Da wurde was verbrannt. Und da ist eine Elektroanomalie. Nee, das ist. Müssen wir wahrscheinlich kaputt machen hier, ne? Aber hier ist wieder keine... Ach, Kaninchen. Jetzt hat er schon irgendwas mutiert, das groß ist. Schick. Schicker. Wir könnten jetzt schlafen. Um sicher zu gehen, dass wir morgens losspielen. Das könnten wir sogar gleich machen. Legen wir uns noch ein Stündchen hin oder so.
So. Dies eine Gewehr. Oh, Medipacks. Brauchen wir auf jeden Fall. Kostet schon 20 hier Wissenschaft oder so. Lassen wir erstmal 4. Wichtig ist erstmal hier diese Knifte. Was bringt das? Kurzer. Oh, Schaden geht weniger. Nee, du bist dann. Du bist zum Rambazamba machen da. Aber ein Scope hätte ich gern. Also ein Scope hätte ich echt gern. Reflex haben wir auch gefunden. Cool. Den hatten wir drauf. Ich will lieber das. Soll er hier Rambazamba machen? Ist mir Wumpe. Aber. Scharfschützengewehr. Mit Schalldämpfer. Kurzer Lauf. Und Schalldämpfer. Unterdrückt. Die Schussgeräusche mittelmäßig. Das heißt, wir kriegen das trotzdem mit, denke ich mal. Dann lieber den. Reinigen. Irgendwas kriecht da unten schon wieder rum. Ich höre es doch. So, nur ein bisschen. Diese Waffe ist auch ganz gut. Und die müssen wir extrem reinigen. Scheiße, ey. So, Griff. Was machen wir davon? Nichts. Boah. Kommt da jetzt mehr? 6 Kammern. Das bauen wir ein. Größeres Magazin, da verlieren wir Stabilität. Aber das bauen wir ein, auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Oh, Batterien hatten wir ja gefunden. Wir hätten ja eine Leiche abgefackelt. Ah, das habe ich ja in diesem einen kleinen Lager. Da gab es eine Leiche. Damit haben sie experimentiert. Ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten Video war, was jetzt nicht, was im Arsch ist, wo was nicht gespeichert werden konnte oder davor war. Auf jeden Fall hat man eine Leiche abgebrutzelt und dann kam da eine Batterie raus. Und die montieren wir jetzt mal ein. So. Dann baue ich davon nochmal ein. Edipacks sind wichtig. Wie sieht es damit aus? 5 Minuten. Lassen wir mal. Munition. Sieht eigentlich ganz gut aus. Wurfmesser haben wir 4. Dynamit und so habe ich noch nicht mit experimentiert. Schluck Kaffee. Vielleicht doch nochmal Waffen reinigen. Die benutze ich nicht, das ist voll dreckig oder was? Ich sag euch, dieses Reinigen kotzt mich an. Ich brauche Waffen. Kann ja nicht mit dreckigen Waffen in den Krieg ziehen. Ich meine, dass man die Waffen reinigen muss und so, das so als Idee finde ich nicht schlecht, aber es ist mir ein bisschen zu viel. Also zu viel von dieser Ressource hier. Na komm, wenn ich eh schon dabei bin. Von diesen mechanischen Teilen finden wir genug, aber von den anderen Scheiß nicht. So. Und gut, dass wir Menschen töten, da kriegen wir nämlich Munition raus. Oh, 6 Schuss. Super. Super. Geht die Sonne schon auf? Das macht nicht anscheinend. Ne? Ich glaube, wir brauchen kein Nickerchen machen, du. Ich mach nur mal schnell speichern. Und weiter. So, ich glaube, Teddybär ist da vorne, ne? Ah, wir können dann darüber später abhauen. Ah, scheißen Dreck. Die sind hier. Drecksviecher. Die können hier hochspringen. Ich will mich eigentlich nicht mit denen anlegen. Weil die kosten nur Munition und geben keine Munition. Anomalien wären mir jetzt eigentlich lieb. Versuchen wir ein bisschen Abstand dahin zu gehen. Dran vorbeizugehen. Hinzugehen. Mutanten sind ja auch hier, hören wir gerade. Da kommen wir irgendwie hoch. Komm da hoch. Los!
So, wir scheinen drin zu sein. Und da wir dieses Wissenschaftsgedöns brauchen. Oh, was ist los? Radioaktivität sagt die Uhr aber gerade nicht an. Das sieht aber sehr vertrauenswürdig aus hier. Ach, schau mal, da gibt es auch noch was. Hier liegt eine Leiche und es geht noch weiter. Ey, ich würde mich finden. Ey. Ja, genau, solche Geräusche mag ich. Ich liebe ja alte Gemäuer und so, ne? So Lost Places ist eigentlich auch richtig geil. Aber ganz ehrlich, ich würde hier nie im Leben drauf gehen. Oh, das sieht aber cool aus. Da sieht es echt so aus, als ob man da drauf könnte, ne? Da über diese Rohre. Oder? Täuscht das. Weil das Ding ist im Wasser, wir können ja nicht schwimmen. Aber es sieht echt so aus. Ah, guck mal, die beschützen ein Haus. Aha. Aber ob sich das lohnt? Da ist ein toter Fischer. Ob sich das lohnt? Wie heißt ihr Drecksviecher? Sieht auch echt so aus, dass eine Fahne da hochlaufen. Man müsste dann das richtige Rohr erwischen. Es kann nur das sein. Das da. Vielleicht dann darüber auf das mittlere und dann da hoch. Aber die fressen Munition. Sind 3 Stück mindestens. Sind schnell und fressen Munition. Wir könnten sie vielleicht von hier wegsnipern. Geht das? Ja, geht. Bleib doch mal. Es hört sich gerade was nah an. Und wie mache ich Einzelschuss mit dem Ding? Ist hier was gelandet? Das ist ein Nest. Das ist ein Nest von irgendwelchen Drecksviechern. Scheiße. In diesen scheiß Teddybär. Er hätte auch neu machen können. Das sieht nicht gut aus. Ist da irgendwas drin? Ja. Raus hier, raus. Ah, die holen sich sogar hier Futter. Wir könnten jetzt hier abhauen. Oh, hier ist ein Munitionsgurt. Das ist Gold wert. Dann sind wir wieder hinten. Das will ich nicht. Aber wir haben hier alles alarmiert. Ich gehe aber normal wieder runter. Das gucken wir uns an. Das gucken wir uns an. Also wir haben Mr. Teddybär. Hätte ich mit der Waffe schießen sollen, aber jetzt kann ich das geile Scope. So. Einer müsste noch da sein. Nein! Scheiße, nachladen. Nein, gedrückt halten und... Okay. Vielleicht sieht er uns nicht.
kommen. Okay. Alter, wehe, es hat sich nicht gelohnt. Was war das? Ein Buch. Notiz. Blutiges Tagebuch. Auch wenn er schlecht über unseren heiligen Vater Silantinius gesprochen hat und von Gott dafür bestraft wurde, scheint Roman in einem Punkt recht zu haben. Wir müssen nicht nur die Dämonen der Elektrizität bekämpfen, sondern auch die Überreste der gottverdammten Technologie beseitigen, die sie anlockt. Aber wie wollen wir sie aufspüren? Ein Metalldetektor scheint die einzige Möglichkeit zu sein. Ich werde wieder die Technologie nutzen müssen, die ich schon lange meide. Aha. Die Stelle sollte geeignet sein, selbst wenn ich für die Sünde der Anbetung von Technologie bestraft werden sollte, werden zumindest die Unschuldigen von der göttlichen Vergeltung verschont. Ich habe alle Materialien und alles Wissen, was ich brauche, also werde ich meine Arbeit jetzt in einem Gebet beginnen. Ja, das geht so weiter. Was haben wir da? Der Detektor läuft mit Gottes Hilfe und durch stetiges Aufsagen. Oh Gott, nein. So spricht der Herr, ach Gott. Also er hat auf jeden Fall uns Metalldetektor dagelassen. Könnte man vielleicht gebrauchen. Ach, warte mal. Uff! Alter! Die kommen da rein? Scheiße! Ich lese hier meine Texte und die kommen hier einfach rein. Einer ist da noch. Der hat mich bestimmt gehört, ne? Müssen wir zu den Scharfschützen langsam. Hätte mich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte echt, wir sind da safe. Aber kann man sich mal irren, ne? So, dann gehen wir hier mal weiter. Ja, ist ja gut. Okay, hier scheint es schlimmer zu werden. Wer nur hier... Dorfbewohner. Was für eine Sünde, Dummkopf! Das ist Kunst! Oh, verdammt! Wer ist das? Einer von Ihnen! Ein Nein! Kaiser. Ich bin's, Artyom! Du bist einer von den Zugleuten, nicht wahr? Richtig! Tja, dann sei gegrüßt, mein Freund! Friede sei mit dir! Friede sei mit euch! Du scheinst aus einer ziemlich fortschrittlichen Gegend zu kommen! Deine Ausrüstung ist der Hammer! Nee. Satanische Bagatellen. Siehst du, Junge, er ist ein guter Mann. Er weiß, wie man sich benimmt. Kein Grund, so nervös zu sein. Du solltest nur nicht sauer auf die Einheimischen sein. In letzter Zeit gab es halt viele Angriffe. Daher sind sie etwas aufgebracht. Und Silantius verpasst ihnen ständig eine Gehirnwäsche. Sündige Worte, Papa! Siehst du den hier? Das ist mein Sohn. Hier macht man, was Silantius sagt, sonst hat man Probleme. Ich habe gehört, dass Crest sich euch angeschlossen hat. Das ist gut. Er ist ein guter Mann. Es wäre eine Schande, wenn er wegen nichts sterben müsste. Er ist auch ein harter Kerl und danke, dass ihr Katja und ihr Kind aufgenommen habt. Es war so chaotisch hier. Ich würde ja auch mitkommen. Ich kann auch schießen. Sehr gut sogar. Direkt nach dem Krieg war es hier wie in diesen Westernfilmen. Aber ich habe einen Sohn. Aufgrund der Dummheit seiner Mutter ist er jetzt ein Fischanbieter. Er will hier auf keinen Fall weg. Und ich kann den Dummkopf doch nicht alleine lassen.
Weißt du überhaupt, was ein Film ist, Junge? Hast du schon mal davon gehört? Das ist eine Sünde, Papa. Eine Sünde, solche Dinge über uns zu sagen. Insbesondere zu einem Ketzer. Sünde, Sünde. Du bist wie eine Schallplatte mit Sprung. Benutz dein Hirn. Du siehst, wie es hier läuft. Naja, du solltest jetzt besser gehen. Sonst sieht dich noch jemand bei uns. Und alles Gute für dich. Tja. Die haben bestimmt irgendwelche tollen Sachen. Nein, wir wollten da hinten rüber. Fällt mir gerade ein. Was zum Teufel machst du da? Du hast die kaputt gemacht. Hast du eine Ahnung, wie viel ich fest allein für die Batterien bezahlt habe? Du Verdammter! Erstens ist es eine Sünde. Zweitens hast du gerade einen Ketzer mit seiner Höllenmaschine mitgebracht. Dem Fisch sei Dank war er friedlich. Aber nächstes Mal haben wir vielleicht kein Glück. Und außerdem könnte es jemand hören. Dann würden wir beide nicht ungestraft davonkommen. Lass uns einfach nach Hause gehen und das Treffen mit dem Ketzer vergessen. Und deine technologischen Sachen auch. Als wenn nie etwas geschehen wäre. Also gut. Auf geht's! Versprich mir nur, dass du so etwas nie wieder machst. Bring mich nicht in Gefahr. Meine Lenker und ich werden dir nächstes Jahr ein Enkelkind bescheren. Versprich mir also, dass du ihm nicht diese technologischen Ketzereien in den Kopf setzt. Das ist eine Sünde. Schade, gehen die jetzt? Also wer so einen Sohn hat, der ist bestraft für sein Leben. So. Ah, da gibt's ein Bötchen. Ach. Ich wollte eigentlich nochmal zu diesen Röhrchen. Fällt mir gerade ein. Ja, ja, ich bin ganz schnell. Nee, nee, Maske wieder abnehmen, bitte. Hier ist auch gerade niemand. Schnell durch, schnell durch, schnell durch, schnell durch. Ich will nur wissen, ob das klappt oder nicht. Erstmal zum Fischer. Fischer, nein, ah. Ich dachte, ich bin auf dem Steg. Ah. Oh, kletter da drauf, Junge. So. Er hat doch bestimmt ein, zwei Sachen. Genau, hat sich schon mal gelohnt. Will ich das hier wissen? Ist das ein Deko? Sieht so aus, ne? Schade. Das hätte echt gut klappen können. Oh, 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 oh. Es sah aus der Entfernung irgendwie größer aus. Es sah auch wirklich. Es sieht auch wirklich so aus, als ob man da hinkommt, ne? Ey, man muss echt nach links und rechts. Das ist nicht so leicht. Man muss echt aufpassen. Ruhig, Heinrich, ruhig. Ja! Auch das hört sich nicht sicher an. Und wir kommen dann später wieder rüber. Ja klar. Ich habe das Seil nicht gesehen. Das ist wirklich so geil. Oh. Hat sich die Stange gelöst und der ist dann einfach tot? Bisschen zügig hier, also zügig meine ich. Ein Schuss. Mann, seid ihr gnädig. Oh. Hat der ein besseres Gestell als ich? Baue ich das Gestell ab oder was? Ja.
ganz viele neue Teile. Cool. Sonst hat er nichts für mich. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich diese beiden Dorfbewohner einfach erschieße und mir das kleine Häuschen da angucke. Ja. Hat sich, gelohnt. Finde ich. Jetzt schnell weg. Hui! So, ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like, einen Kommentar da. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.